Moin, ihr vernebelten Auswanderer, Stofftiersammler und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Robin. Ich komme aus Hamburg und ich lebe auf den Philippinen. Wenn du mehr über die Philippinen, das Auswandern und vor allem Business, Business, Business auf den Philippinen erfahren willst, dann bist du auf meinem Channel genau richtig. Dann kannst du alle anderen Kanäle direkt deabonnieren. Und heute in diesem Video zeige ich euch, warum ich der krasseste deutschsprachigste YouTuber bin. Also ich habe es mir nicht ausgesucht. Raucheffekt und dann geht's weiter. So, ihr Nasen. Ja, jetzt mache ich ein Video, was ich schon ganz lang mal machen wollte. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass das hier mein Lieblingsteddy ist. Kennt ihr den? Wenn ihr wisst, wie der heißt, dann könnt ihr euch freuen. Ich zeige euch jetzt meine Lieblingsstofftiere. Also, ach ja, genau, warum bin ich der krasseste deutschsprachigste YouTuber? Weil ich habe die krasseste Stofftiersammlung, die ihr jemals auf YouTube in eurem Leben gesehen habt. Passt nur auf. Was wollten wir heute noch bereden? Uwe Grimm hat ein neues Video hochgeladen. Da hat er erzählt, dass er nur 700 € im Monat braucht. Also ich gebe jedes Jahr so um die 20.000 bis 25.000 € aus. Ich habe ja gerade wieder Jahresabrechnung gesehen. Und ja, das Resultat ist erschreckend. Frag mich nicht, was ich immer mit meiner Kohle mache. Vielleicht für Stofftiere ausgeben. Man weiß es nicht. Das sind jetzt die Dinger, die meine Frau eigentlich verkaufen wollte. Ich gedacht habe, nee, den finde ich so süß. Der bleibt bei mir, der kleine hier doch. Die sind alle ganz knuffelig. Da wollte ich noch erzählen ein bisschen. Und zwar, wir haben jetzt den Lockdown, deswegen konnte der Schweißer, der meinen Verkaufswagen bauen soll, mein Dings, konnte der jetzt nicht vorbeikommen, weil er nicht weiß. Das sind übrigens nicht die Originalen, die sich damit auskennen. Ah ne, den habe ich aber, der ist hier, den habe ich, den habe ich doch von meinem Onkel in Deutschland gekriegt. Das hier sind nicht Originale, die sind von Firma. Ist auch egal jetzt erstmal. Kennt jeder von euch, wer den nicht kennt, ne? Wer den Namen von demjenigen nicht kennt hier, ne? Der weiß ich auch nicht. Nee, ich wollte nur erzählen. So, der Schweizer kann jetzt erstmal nicht kommen. Hier ist kompletter Lockdown. Wir haben hier 260 Fälle. Fünf sind schon gestorben. Ich habe meine Frau natürlich gleich gefragt, wie alt waren die denn? Wird das auch bekannt gegeben? Aber da hat meine Frau auch erzählt, nee, die erzählen auch so von wegen die Patienten. Die hatten sowieso schon Bluthochdruck und dies und das und alles. Also das waren keine gesunden Bürger. Ja, die sind jetzt nicht so geil. Komm, ich zeig noch mal ein bisschen. Ja, heute hat es geregnet. Dann habe ich Emmy und gesagt, braucht er nicht vorbeikommen. Unsere Haushälterin, die Kleine, könnte jetzt ja auch nicht kommen, weil da gab es auch gerade keine Ausschreibung. Das ist mein Lieblingsding. Den habe ich. Der ist so geil. Der ist so geil, ne? Dann dürfen jetzt keine Tricycles mehr fahren. Auch nicht zum Einkaufen und so. Tricycle ist dieses Motorrad mit Beiwagen. Single-Motorräder dürfen eigentlich fahren. Der sieht so ein bisschen aus wie Herbert manchmal, ne? Herbert ist ja der Bruder von Karl. Er ist Pommes. Scherz. Den finde ich eigentlich gar nicht so geil. Eigentlich könnte ich den. Ich schmeiß den mal hinten. Ah ne, den habe ich ja hier.
Das ist meiner, den habe ich von meinen Eltern. Den hat meine Tochter von meinen Eltern bekommen. Was wollte ich jetzt sagen? Haushälterin konnte nicht kommen. Die dürfte nur noch mit dem Fahrrad hierher fahren. Oder selber mit dem Motorrad, wenn sie eins hätte. Fahren lassen darf sie sich nicht, weil auf dem Tricycle und alles ist verboten. Habe ich nicht geile Stofftiere? Also, nenn mir einen deutschsprachigen YouTuber, der mehr und geilere, mehr vielleicht schon, aber der geilere Stofftiere hat als ich, dann lösche ich dieses Video und ich lösche eigentlich keine Videos. Letztens habe ich ja mal eins offline genommen, ein Kumpel, der eigentlich nicht wirklich mein Kumpel ist, zur Liebe dem Konrad Lorenz. Da habe ich mal ein Video rausgenommen, weil er das nicht so gerne haben wollte. Weil ich ja netter bin, ne? Also ich bin ein ganz lieber, ne? So wie der hier, ne? Guck mal. Sind die nicht geil? Ja, jetzt habe ich meiner Frau auch schon gesagt, also ich habe jetzt mir heute meine da was rausgelegt. Also der M-Jong, M-Jong ist mein Onkel, ne? Dieser 23-Jährige, den ihr auch schon mal jetzt letztens in einem Video irgendwie an so einer Bohrmaschine gesehen habt. Der ist so knuffelig, oder? Der ist ganz kuschelig. Der wird jetzt hier meinen Seitenwagen bauen. Ich werde mir jetzt nochmal einen Wagenheber bestellen. Den kosten 20er, ne? Den werde ich umbauen zur Biegemaschine. Ich habe eine zur Biegevorrichtung. Ich habe eine Biegevorrichtung. Diese Biegevorrichtung, die ich habe, ist aber relativ groß dimensioniert. Damit kannst du schon richtige Bullfänger fürs Auto und so biegen. Aber gerade wenn du so kleine, wenn du zum Beispiel ein Teil hast, was hier eine Kurve hat und hier fängt schon die nächste Kurve an, dann kriegst du das da gar nicht mehr eingespannt. Da muss ich mir was ganz Kleines basteln und das mache ich jetzt einfach selber aus dem Wagenheber. Zum Glück habe ich ja den besten Beruf der Welt gelernt und zwar ist das der Beruf des Werkzeugmechanikers. Da weiß man dann einfach, wie man alles Mögliche sich selber ausdenken kann. Geil, oder? Das Video geht gar nicht so lang. Das wird gar nicht so lang gehen. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Ja, meine Haushälterin ist eine ganz arme Frau, ne? Die waren ja bei denen war ja auch die Überflutung. Habe ich das schon erzählt, ey? Habe ich das schon erzählt mit der Überflutung? Dass die da. Der ist auch ganz weich, dort. Der ist sowas von weich hier. Also ich glaube, die ganzen Marken hier und alles, weiß ich nicht. Doch. Die kommen ja alle aus Japan, ne? Die kommen alle aus den verstrahlten Gebieten da irgendwo. Fukushima und sonst woher wahrscheinlich. Ganz weich ist der, ganz knuffelig. Also es gibt auch so manche Teddys, da kriege ich voll die Gänsehaut von. Also von diesem Material. Das ist so ein bisschen komisch. Der ist so ganz schwer. Der hat hier so ein Zeug drin und den kann man in die Mikrowelle packen. Genau. Maximum Time, 60 Sekunden auf 600 bis 800 Watt und so. Ja, die Haushälterin, da war eine Überflutung bei denen auch da, ne? Zur selben Zeit wie bei mir da. Und da haben die da irgendwie fast 24 Stunden auf ihrem Dach verbracht. Mit zwei kleinen Kindern. Der eine ist ein Jahr alt und der andere zwei. Die Kinder sind fast hydriert oder wie man das nennt. Obwohl, den habe ich reserviert, den werde ich wohl einen Kumpel schenken, wenn der hierher kommt. Martin, das ist deiner, ey. Wenn du deine Kochstube aufmachst da, wird der dir Glück bringen. Ja, ganz armes Mäuschen. Ich habe die eigentlich kennengelernt durch mein Fast-Food-Geschäft. Da habe ich eine Stellenausschreibung gemacht vor 3 Monaten. Aber dann wurde das ja nichts. Ah nee, das habe ich schon erzählt, genau. Ja. Heute wollte meine Frau mal eine Pause haben. Deswegen habe ich ihr gesagt, du, heute mal nicht. Ah, jetzt kommen die Geißen hier. Das ist mein Lieblings hier, ne? Hallo. Ich bin der kleine Hase. Weiß einer noch, wie die heißen hier? Ich habe echt den Namen. Ja, jetzt müssen wir mal die Fachleute hier. Wie heißen die bloß noch? Irgendwie kommen die mir bekannt vor. Ich habe aber keine Ahnung, woher.
Ja, die habe ich mir alle irgendwie reserviert. Ich habe meine Frau gesagt, nee, pass auf, den verkaufst du jetzt nicht für 2 Euro, ist viel zu schade. Aber ich habe jetzt hier 3 so eine Säcke halt und das sind dann auch wieder schon fast 150 Euro, könnte ich die alle verkaufen. Ich habe meiner Frau gesagt, nee, irgendwann ziehen wir mal um, dann mache ich mir, den finde ich eigentlich nicht so toll, aber der passt zu den ganzen anderen mit den Glitzeraugen. Ne, die haben ja alle so Glitzeraugen hier. Ja, das ist so eine Fälschungsmarke irgendwie. So eine. Wenn ich dann irgendwann mal mein eigenes Zimmer habe, also ein bisschen größeres, der ist übrigens auch. Nee, der nicht. Doch. Den haben wir doch in Deutschland von meinem Kaufhof Trading GmbH, genau. Den haben wir von meinem Onkel gekriegt. In Deutschland. Dann packe ich mir die alle, dann mache ich mir so ein großes Bett. Richtig, so ein 1,80 Meter, am besten so kaufe ich 2 Matratzen mit 1,40 Meter. Also 2,80 Meter Bettbreite, 2 Meter lang. Und dann kommen die da alle so rein. Die lege ich dann da alle so hin. Oder auf so ein Regal, aber auf so ein Regal ist ja auch blöd. Den kann man sogar aufhängen hier drin. Warum mache ich das bloß? Ich wollte die mal zeigen. Die wollte die auch unbedingt sehen, deswegen. Der ist auch geil, oder? Ist der nicht süß? Der ist auch ganz knuffelig so. Das sind also alles meine absoluten Lieblingse. Die werde ich nicht hergeben. Die kann meine Frau mir abkaufen. Ich habe die auch meiner Frau abgekauft. Ich bin ja lieber, ne? Ich hab gesagt, komm hier drauf. Gib mir mal die paar, da kriegst du 10 Euro. Und dann hat sie sich viel wild gefreut. Und ich mich auch. Den kann man aufhängen. Zuerst habe ich nur mit denen angefangen, die man aufhängen kann. Ich habe ja unten noch eine Sammlung, die hängt da so. Ah, hier, der ist ja, das ist hier mein. Den habe ich vorher im Bett gehabt, so, weil der ist auch ganz kuschelig. Den kann man auch als Kissen benutzen. Aber irgendwie, ne, habe ich dann gedacht, nee, wenn Maha den mit Schokolade voll schmiert oder irgendwas, dann muss ich den nochmal waschen. Das muss doch nicht sein. Deswegen liegen die jetzt alle erstmal in 3 Tüten hier so. Der ist auch super geil hier. Ich habe hier einen Riesenberg Stofftiere neben mir liegen. Der ist auch ganz süß. Was sagst du? Da bist schon stark beeindruckt, ne? Ja, jetzt kommt das Highlight zum Schluss. Und das war's auch schon. Geil, oder? Jetzt habe ich einen Haufen Arbeit hier, den ganzen Scheiß wieder in meine Säcke einzudingsen. Meine Frau hat sich auch noch einen Staubsauger gekauft, richtig geil. Ich war richtig sauer, ich denke, warum hast du das jetzt gemacht? Ich habe dir doch 10-mal gesagt, kauf einen Nass-Trockensauger mit 25 Liter. Jetzt hat sie sich so ein kleines Ding gekauft, so ein kleines Ding mit so 2 Rollen an der Seite. Hat aber auch ein bisschen Power, wird aber auch irgendwann aufbrennen, das Ding. Wenn wir die Tüten nehmen, dann kaufen Leute bei meiner Frau diese Stofftiere über Facebook. Dann packt sie 5, 6, 10, 20 Stofftiere in so eine Tüte, klein oder groß. Und dann können wir den Staubsauger dran halten und das so ein bisschen komprimieren und dann schnell Klebeband drum machen. Dann ist das besser zum Verschicken. Naja, da hätte sie ja eigentlich mal einen anderen Staubsauger kaufen können, aber ist doch egal. So, Freunde, das war es auch schon wieder. Das war nochmal der Raucheffekt. In diesem Sinne, reingehauen und wieder. Oder wieder nicht vorbeigeschauen.